Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist und zwar bei Satisfactory 1.0 auf dem Weg von meinem Zikkurat in die Aluminiumfabrik. Hier siehst du schon, die Aluklatt oder Alklatt Aluminiumplatten sind voll. Es ist so, dass ich das Ganze jetzt noch hier über meine Magnetschwebebahn oder wie man immer auch dieses Konstrukt nennen möchte, geleitet habe. Denn da ist ja rechts und links wunderbar Platz, auf den Magneten noch verschiedene Bänder übereinander zu stapeln und direkt in gerader Linie zum Zikkurat zu transportieren. Und du siehst, das ganze Band ist voll. Ich habe schon zwei Schredder installiert tatsächlich. Einen an der Fabrik und einen nochmal hinter mir im Zikkurat. Und ja, trotzdem ist das Band voll. Ich produziere jetzt schon viel zu viel. Das ist ja auch das, was ich hier gerne tun möchte. Alles im großen Stil bauen. Natürlich ginge das auch alles ganz klein. Entsprechend zeige ich meine Tutorials natürlich auch an meinen großen Projekten. Ich überlege aber doch, vielleicht nochmal einen kreativen Spielstand zu erstellen, der dann nur für Vorführzwecke dient und da nochmal die Tutorials in klein vielleicht für euch zu präsentieren. Denn viele von euch haben mir zurückgemeldet, dass meine Tutorials, weil sie immer am großen Beispiel erklärt werden, doch ein bisschen zu groß angelegt sind einfach. Also ich schau mal. Denn auch das Aluminium-Tutorial kann man ja im Kleinen erklären und ich denke, dafür nehme ich dann eine extra Fläche, einen extra Spielstand, der nur dafür gedacht ist. So, da sehen wir jetzt aber das groß angelegte. Und du siehst links unten neben der eigentlichen Plattform auch nochmal eine Plattform. Das ist jetzt die Lösung, die ich mir habe einfallen lassen, um das überschüssige Wasser zu verarbeiten. Da stehen auch immer noch die Straßenelemente rum. Die, guck mal, hier läuft es jetzt langsam. Und runter. Die Straßenelemente habe ich noch nicht zu Ende gebaut. Sobald das der Fall ist, gibt es die aber auch als Blueprint. So, hier ist der andere Schredder. Einer steht eben, wie gesagt, direkt am Anfang. Hier kommt das Aluminium rein. Wir fliegen jetzt mal rüber oder ich kann den auch nehmen. Hier ist egal. Zack. Einmal schräg und da sind wir. So. Du siehst, die letzten Raffinerien sind noch nicht in Betrieb, sondern erst die ersten 10. Ich habe im Prinzip nur zwei Sachen geändert. Und das zeige ich dir jetzt. Trotzdem wird schon so viel Aluminium produziert. Bis hierhin ist alles im Betrieb. Ja, die ersten 10 sind das 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Und dann kommen ja nochmal 10. Aber ich habe das Bauxit immer noch nicht hier. Das war ja mein Thema sozusagen. Das Bauxit kommt ja von da ganz hinten aus dem Sumpf. Und ich habe immer noch keine zufriedenstellende Lösung oder für mich zufriedenstellende Lösung, um das hierher zu transportieren. Also habe ich mir gedacht, sowohl für das Tutorial als auch für mich persönlich möchte ich jetzt erstmal hier das Ganze ans Laufen bekommen. Es kommt immer noch ein bisschen wenig Quarzsand in die Produktion, aber sei es drum. Es läuft jetzt erstmal. Wir gehen direkt eins tiefer, denn das Aluxid wurde nicht vernünftig abtransportiert. Da hängen natürlich immer sehr, sehr viele verschiedene Dinge dran, dass eine Einrichtung oder eine Fabrik oder ein Fabrikelement hier zu 100% läuft. Und hier waren es zwei Sachen. Einmal hat es an dem Bauxit gelegen, das funktionierte noch nicht richtig. Und einmal an der Aluxid-Lösung, die nicht schnell genug abtransportiert worden ist. Denn ich hatte das ja so und das auch in dem anderen Video erklärt oder in einem der anderen Tutorial-Videos hierzu erklärt, dass immer zwei Raffinerien zusammengeschlossen waren und das Aluxid dann aus zwei Raffinerien in eine Produktion geflossen ist. Jetzt habe ich das umgestellt und musste dafür die anderen Raffinerien in der nächsten Kette etwas runterdrehen. Du siehst, aus jeder Raffinerie geht jetzt ein Rohr durch in die nächste Raffinerie direkt. Ja, so habe ich das mit allen gemacht. Da siehst du die anderen Rohre. Also nicht mehr so. Du siehst hier alles immer, von einer Raffinerie geht das Aluxid direkt in die andere Raffinerie. Und hier ist das 10. Und so war es eben vorher, dass zwei Raffinerien zusammengelegt waren und dann ging ein Rohr in die nächste Raffinerie. Das habe ich jetzt eben vermieden. Hier unten nochmal zur Erinnerung, das sind ja die Rohre, für
Für die Wasseranschlüsse, die werden ja hier direkt in die erste Kette der Raffinerien hochgepumpt. Das funktioniert auch alles perfekt. Was das jetzt da unten alles ist, da kommen wir gleich zu. Wiedereintritt des Frachters, vielen Dank. So. Und die nächste Riege hier der Raffinerien habe ich begrenzt auf 180 pro Minute, damit die Raffinerie nur 120 Aluminium pro Minute bekommt und benötigt. Denn die Raffinerien produzieren 120 Aluminium habe ich vorhin gesagt, Aluxidlösung pro Minute. Und da ich ja jetzt mit einem Rohr hier reingehe, musste ich die etwas drosseln. Würde ich die auf 100% machen, dann bräuchte sie 240 Aluxidlösung pro Minute. Da ich aber mit dem direkten Rohr reingehe, mache ich sie auf 180. Gleichzeitig erleichtert es mir so ein bisschen, den Aluminiumschrott abzutransportieren. Denn jetzt sind es pro Raffinerie ja nur noch in Anführungszeichen 180 Aluminiumschrott pro Minute. Wäre sie auf 100%, wären es 360 pro Minute. Das ist schon wieder eine viel zu große Menge eigentlich. Aber glücklicherweise können wir ja nicht nur tunen, sondern das Ganze auch reduzieren, sodass wir die Taktrate reduzieren auf 50%. Heißt also, es funktioniert jetzt perfekt. 100%. Gehen wir mal an Nummer 10, ob es da auch noch 100% läuft. Orientiere mich mal immer an der anderen Seite. Hier ist die Nummer 10. 100%. Alle 10 laufen auf 100%. Und die hier läuft auch auf 100%. Genauso soll es sein. Was ist hier? 58%. Okay. Das ist schlecht. Das ist dann noch... Warte. Okay, jetzt gibt es hier einen kleinen Einbruch. Frame-Einbruch. Der macht auch 58%. Okay, da weiß ich jetzt gerade nicht, woran es liegt. 120 pro Minute. Kann sein, dass der noch nicht umgestellt ist. 180 pro Minute. Doch, eigentlich schon. Oder hier kommt dann schlicht und einfach nicht mehr genug an. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Es kann auch sein, dass der sich einfach noch hocharbeiten muss. Wir beobachten mal ganz kurz. Ah, es kann auch sein, dass er nicht schnell genug... Ah, hier, da dran liegt es. Wir haben es schon gefunden. Hier unten ist es gerade auf 57% runtergegangen. Jetzt wieder auf 58. Es liegt daran, du siehst die Zahl 490... Hier wird der Aluminiumschrott trotz allem nicht schnell genug abtransportiert. Zack. Der wird sich hier wieder füllen. Und das wird hier auch so sein. Genau, 490 Aluminiumschrott wird nicht schnell genug abtransportiert. Also das ist ja auch die wichtigste Info eigentlich bei jedem Tutorial. Sobald etwas zu viel produziert wird in irgendeiner Maschine, die Teil einer Kette ist, ist vorbei. Dann werden natürlich alle anderen Maschinen, die in der Kette davor etwas produzieren, auch nicht mehr zu 100% funktionieren. Hier war es jetzt einfach, dass der Aluminiumschrott nicht schnell genug abtransportiert wurde. Man sieht es auch hier, ne? Okay, gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier werden dann die Aluminiumbarren erzeugt. Der stand hier noch für Forschungszwecke, den können wir wegmachen. Hier ist immer noch... Ich hatte vergessen, die Route auszublenden. Ich hatte hier eine Testroute für die Straße und die ist immer noch eingeblendet. Kann ich die eigentlich mal eben ausblenden? Das ist ja doch ein bisschen störend. Transport. Ach ja, das ist... ich habe jetzt endlich die Züge freigeschaltet. Deswegen ist gerade der... wie heißt er noch? Unser Raketenforscher hier zurückgekommen. Wie heißt er denn jetzt noch? Komme ich gerade nicht drauf. So, lass mal eben die Route kurz löschen. Oh, der zeigt jetzt... Moment mal eben. Zeigt jetzt gar keine an. Aber warum sind die Pfeile dann noch da? Hätte ich die im Wagen löschen müssen, kann auch sein. Konfigurieren von LKW-Station. Konfigurieren von LKW-Station. Aber ich habe die eigentlich gelöscht. Warum sind die Pfeile dann noch da? Das wundert mich jetzt gerade. Egal. Lösen wir ein andermal. Wieder weg damit.
Wir sind beim Aluminium-Tutorial, beim Abschluss sozusagen. So, einmal runter. Hier habt ihr das ja jetzt schon gesehen mit den einzelnen Rohren. Dann produziert die erste Kette ja auch Wasser. Und zwar 60 Wasser pro Minute. Bei 10 verschiedenen Raffinerien sind das 600 Wasser pro Minute. Und wohin jetzt mit den 600 Wasser, die hier rauskommen? Die müssen ja auch ordentlich abfließen, genau wie alles andere. Wenn die nicht ordentlich abfließen würden, dann würde es ja wieder nicht auf 100% laufen, weil wieder etwas stockt innerhalb von einer Maschine. Normalerweise hätte ich das jetzt einfach hier hinten reingeleitet in die anderen 10 Raffinerien der ersten Kette, damit die schon mal das Wasser haben. Aber das ist eigentlich Quatsch. Damit kann man was Besseres machen, denn ich habe unten ja sowieso schon die ganzen Wasserextraktoren aufgebaut und die werde ich dann später da anschließen, wenn ich das hier mal komplett ans Laufen bringe. Also geht aus den Maschinen, jeweils aus 5 Maschinen, ein MK2-Wasserrohr nach unten. Das ist das aus den ersten 5 Raffinerien. Hier ist das Wasser aus den zweiten 5 Raffinerien drin. Und alles, was nach unten geht, pumpt natürlich auch ganz wunderbar hier. Oh, jetzt wäre ich fast gestorben, weil da gerade kein Strom war. Und das Ganze geht erstmal hier in die industriellen Flüssigkeitsbehälter. Die sind aber so gut wie leer, weil ich es so eingestellt habe, dass alles vernünftig abfließt. Was mache ich jetzt mit dem Wasser und was hat das damit auf sich? Ich erzeuge Gummi und ich erzeuge Strom. Da erkläre ich euch jetzt mal die Kette so einfach wie möglich, weil das jetzt auch natürlich wieder ein großer Aufbau ist. Wir fangen beim Öl an. Genau hier in diesem Gebiet haben wir ja auch, da hinten stehen ja auch noch die anderen zwei, ziemlich viel Öl. Ich zeige euch das nochmal auf der Map. Ich habe ja hier diese 3 Ölquellen und dann habe ich hier noch, hier oben nochmal 2 und hier auch nochmal eine. Also wir haben ziemlich viel Öl und deswegen dachte ich mir, da kann ich mit dem Wasser was Besseres anfangen. Das Öl geht in 5 Raffinerien und die produzieren Polymerharz und Schwerölrückstand. Ja, läuft jetzt auf 75%, ist mir an der Stelle aber egal. Wichtig war mir an dieser Stelle eigentlich nur, dass das Wasser zu 100% verarbeitet wird. Der bekommt permanent das Rohöl. Wahrscheinlich kann der Schwerölrückstand nicht schnell genug abtransportiert werden, dass es hier nur auf 75% läuft. Und jetzt ist es auf 47, jetzt geht es wieder auf 76% und gleich wieder auf 75. Ich denke, hier ist, da siehst du, wieder 75. Hier ist der Schwerölrückstand das Problem. Also, die machen Polymerharz und Schweröl. So, das Ganze wird hier rausgeleitet. Einmal hier in das Rohr der Schwerölrückstand und oben das Polymerharz. Das Ganze geht hier rüber und da kümmern wir uns gleich drum, wo das Harz hingeht. Hier geht der Schweröl rein. Okay, das steht auch alles hier auf 100%. Und der Schweröl sorgt hier dafür, dass... Entschuldigung. Die habe ich vergessen. Hier geht der Schweröl rein und sorgt hier dafür, dass Treibstoff hergestellt wird. Und wenn das hier zu wenig abtransportiert wird, dann tunen wir den einfach nochmal. Und gucken dann nochmal, ob das auf 100% geht. Der läuft nämlich auch nur auf 75%. Aber jetzt transportiert er auf jeden Fall schon mal mehr Schweröl. Guck, da ist immer was in der Leitung. Ich könnte jetzt hier sogar noch den Ausgangsmultiplikator verstärken mit einem Summers Loop. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann könnte ich natürlich auf der nachfolgenden Seite noch mehr Generatoren anschließen. Also wir lassen das jetzt erstmal laufen hier. Dann geht der normale Treibstoff. Ich weiß, es gibt auch andere Treibstoffarten, aber das ist das, was ich in der normalen Kette ohne großartige alternative Rezepte hier jetzt gerade nutze. Geht der Treibstoff hier rein und es wird zusätzlich Strom erzeugt. Ja? Schwerölrückstand wird hier in Treibstoff umgewandelt und geht hier rein, um Strom zu erzeugen. Soweit klar. Gucken wir nochmal. Jetzt geht er natürlich runter auf 71%. Oder es liegt an den Leitungen.
Ich denke, hier ist es jetzt, weil der Treibstoff nicht schnell genug abgeführt wird. Der steht ja jetzt wieder drin. Der müsste eigentlich ja permanent fließen. 100 pro Minute. 100 pro Minute. Und der braucht nur 20 pro Minute. Die kann ich halt auch alle tunen. Der braucht 20 pro Minute. Das heißt, die brauchen 60 pro Minute. Dann wären es 90. Wenn ich die alle um 1 tune. Und den müsste ich dann auf 40 pro Minute tunen. Dann müssten die 100 eigentlich genau entgegengenommen werden. Okay, 40. So, jetzt sind das 60 plus 40 sind 100. Die ziehen sich jetzt 100 pro Minute. Dauert natürlich alles seine Zeit. Der müsste jetzt eigentlich langsam aber sicher dann raufgehen. Also mit den Flüssigkeiten, das ist schon ziemlich tricky. So, jetzt geht er auf 71. Jetzt dürfte er eigentlich nicht mehr sinken. Wir beobachten mal. Guck, er geht runter. Das ist gut, weil wenn der runtergeht und nicht mehr rauf, dann stockt es nicht mehr. 72%. Siehst du? Jetzt habe ich die Treibstoffgeneratoren auf so eingestellt, dass sie 100 Treibstoff pro Minute ziehen. 73. Er geht hier nicht mehr über 40. So funktioniert das Ganze mit den Flüssigkeiten. Und mit wachsender Erfahrung seht ihr dann einfach auch, woran es liegt, wenn es irgendwo stockt. Aber selbst ich nach all den Jahren kriege das nicht direkt immer mit. Ich hatte zum Beispiel jetzt in meinen Tutorial-Videos hier zum Aluminium bestimmt auch den einen oder anderen Fehler zum Thema Wasser gemacht, weil ich das einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. So, hier 75%, jetzt sind es gleich 76%. Das läuft jetzt gut. Warten wir mal nochmal einmal auf die 76, da sind sie. So, und jetzt gehen wir einmal hier nochmal gucken. Das lief ja hier vorhin auch nicht vernünftig. Da sind wir jetzt schon auf 82. Also es spielt sich ein. So, wunderbar. Mehr Strom ist immer gut. Wir haben im Moment einen Verbrauch von 10.000 Megawatt. Mit allem, was jetzt hier angeschlossen ist, 16.000 haben wir zur Verfügung. Oh meine, das sind doch eigentlich die Batteriespeicher. Ach, die sind zu 100% gefüllt. Ja, das ist eine Ersatzgeschichte noch mit 4.000 Megawatt pro Stunde. Ich habe zwischendurch ja die Zwischenspeicher, die Energiespeicher stehen. Wenn es Stromschwankungen gibt, können die hiermit ausgeglichen werden. Nochmal mit 4.000 Megawatt. So, hier kommt ja das Polymerharz an. Was machen die jetzt? Die erstellen Gummi und das ist tatsächlich ein alternatives Rezept. Und zwar Restgummi. Und Restgummi wird eben erzeugt aus, unten rechts steht es, Polymerharz und Wasser. Und das ist der Grund, warum ich das hier aufgebaut habe, weil hier das Wasser verarbeitet wird. Im Endeffekt mache ich also aus Öl Strom, Polymerharz und aus Wasser und Harz Gummi. Das Gummi läuft allerdings im Moment vollständig in Schredder, weil ich das momentan noch nicht brauche, denn von meinen anderen Ölquellen, da ganz hinten am Horizont, kommt auch eine Menge Gummi schon im Zikkurat an. Das ist aber auch nicht schlimm. Also einfach die Sachen laufen lassen und so verarbeitet sich das Ganze dann auch. Und ob jetzt zwischenzeitlich alles in den Schredder geht, es wird der Tag kommen, wo ich wieder viel mehr Gummi brauche und dann habe ich hier schon mal ein bisschen Gummi. Das sind dann, ich glaube, 15 insgesamt. Der verbraucht jetzt 40 Wasser pro Minute. Wie viel Wasser haben wir oben? Wir haben 600, ne? 600 Wasser geteilt durch 40 sind 15, genau. Hier stehen 15 Raffinerien, denn von oben, wie eingangs gesagt, kommen ja 600 Wasser hier runter und die werden hier in den 15 Raffinerien verbraucht. Hier habe ich wieder, das ist jetzt eigentlich meine Lösung für Strom hier oben, oder fehlen noch die Ecken. Wir wollen es ja ordentlich haben. Hier habe ich den Strom wieder über die T-Träger hier laufen lassen oder über die Träger, damit er von oben hier hinkommt und nicht meinen
schon berühmten Bodenstrom, den viele von euch noch nicht kannten. Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen für mein Bodenstrom-Modul. Der ist ja auch sehr, sehr einfach nachzubauen. Ich glaube, hier beim Schredder steht der Bodenstrom. Dann kann ich es nochmal zeigen. Dann habe ich das Ganze auch schön teuer beleuchtet. Sich teuer beleuchten lassen, würde Udo Lindenberg sagen. Und die gehen aber nur nachts an. Und hier unten zeige ich nochmal kurz. Das ist das Bodenstromteil. Ganz simpel zu bauen. Ich zeige es auch hier nochmal ganz kurz. Du nimmst einfach nur einen gefärbten Träger oder den anderen, wie du willst. Dann gehst du in die Stromabteilung und nimmst entweder einen MK1 oder MK2. Ich nutze tatsächlich den MK1. Das reicht für alle Zwecke. Und dann wieder aus der Architekturgeschichte das Verbindungselement. Das setzt du einfach oben drauf. Und schon hast du den Bodenstrom. Ne? Ganz simpel, kannst du dir auch selber als Blueprint anlegen. Und dann ziehst du die Kabel immer nur von unten. Du siehst hier, da kommt das Kabel von unten. Und dann fällt es überhaupt nicht auf und du hast kein Kabelwirrwarr oben auf deinen Plateaus, wo die Fabriken draufstehen. So, ich hoffe, das ist jetzt gut rübergekommen. Guck mal, wir haben angefangen. Da stand hier einsam und verlassen dieser eine Generator. Wie heißen die noch? Geometriegenerator, der einzige hier. Und guck mal, was jetzt hier alles entstanden ist. Finde ich schon ziemlich irre. Ja, mit der Geschichte aus dem letzten Video, mit meiner Förderbandtrasse, bin ich immer noch nicht zufrieden. Ich hatte zum Beispiel in einem Kommentar gelesen, es lässt sich nicht so gut verbinden, weil es kein 45-Grad-Winkel ist. Das stimmt. Aber ich wollte halt einen etwas höheren, steileren Winkel noch haben. Und jetzt habe ich hier die ganze Sache nochmal geändert und bin weg von diesem Gerüst hier, von diesem großen Gerüst und bin einfach zu den kleinen Metallsäulen übergegangen. Also ich bin hier auch noch nicht zufrieden. Das ist aber eine ganz schlichte Lösung, die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, das gibt es erst dann als Blueprint, wenn auch wirklich alles funktioniert. Und an dieser Stelle sei auch kurz erwähnt, dass ich natürlich dabei bin, unsere eigene Community-Plattform weiter einzurichten und zu programmieren. Ein paar Tage brauche ich noch dafür. Dann werdet ihr die Blueprints auch dort bekommen. Und auch dort gilt, alle Blueprints ab MK2 bekommt ihr mit einer Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube. Schaut da gerne mal in die Beschreibung der Kanalmitgliedschaften. Und alle Blueprints aus dem MK1 bekommen alle dann kostenlos. Einzige Voraussetzung wird dann aber sein, dass ihr euch auf meiner Community-Plattform, auf unserer Community-Plattform registriert. Da wird es drei verschiedene Themen geben, und zwar die drei verschiedenen Themen, die mein Leben im Moment intensiv begleiten. Das ist Drums im Sinne von Schlagzeug, Games im Sinne von dem hier und Docs im Sinne von meinen Hunden und meinem Hundebuch, was ich hoffentlich noch vor Weihnachten fertig bekomme. Und auf dieser Plattform wird es also nicht nur um Games gehen, sondern um diese drei Themen. Und ich vereine einfach drei bisherige Webseiten mit einer. Und gleichzeitig sind wir als Community nicht mehr auf Discord oder sonstige Sachen angeboten. Auch nicht mehr darauf, dass ich euch die Sachen zum Beispiel über Google oder Microsoft zur Verfügung stelle. Sondern die Community-Plattform hat ihren Serverstandort in Deutschland bei einem seriösen Anbieter. Ich kenne diese Software schon seit 17 Jahren, mit der ich das gestalte, und habe damit schon viele Projekte realisiert. Und da ist es für mich nur naheliegend, das jetzt auch für uns zu tun. In diesem Sinne, ihr erreicht sie einfach über gameswanted.de. All meine anderen Internetadressen führen auch dorthin. Und momentan ist es aber noch im Wartungsmodus. Sobald die Registrierung freigeschaltet ist, geht's los. Ich werde auch einen Stream dann starten. Das erfahrt ihr alles hier in den Ankündigungen. So, vielen Dank dazu für die Aufmerksamkeit. Jetzt gehen wir mal einmal rüber, denn hier ist jetzt alles gezeigt. Das läuft soweit. Und wir gehen einmal rüber in den Zikkurat, weil ich hatte auch einen Kommentar bekommen, der danach gefragt hat, warum ich denn so viele Masterbänder benutze, anstatt nur ein Masterband. Da drüben ist übrigens die Kupferproduktion. Ah, das wollte ich noch abschließend zeigen. Denn du brauchst ja hier für die Gießerei den Aluminiumschrott und den Quarzsand. Und du brauchst dann hier für die Aluminiumplatten die Kupferbarren.
die Aluminiumbarren, die werden ja hier produziert. Das ist ja das, was du benötigst aus den Raffinerien für die Aluminiumbarren. Und hier werden dann die Alclad-Aluminiumplatten produziert und die brauchen Kupfer. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Standort hier für die Aluminiumproduktion gewählt habe, weil du hier einfach alles bekommst. Dieser Standort hier, dieses Biom an diesem Vulkankrater, so heißt ja auch das Biom, irgendwas mit Krater, hat so viele Materialien. Du hast zum Beispiel hier deinen Kalkstein, du hast hier mehrmals Eisen, hier ist Kalkstein, hier oben hast du nochmal Kupfererz, hier oben hast du normales Kupfererz, das reicht zum Beispiel für die Aluminiumproduktion hier aus. Dann hast du hier sogar Sem, das ist allerdings unten in der Höhle, das musst du hier hochholen und nicht weit von hier entfernt hast du auch Schwefel. Also das hier wird uns noch länger beschäftigen. Und hier drüben, guck, das stockt auch, weil so viel produziert wird im Moment. Das ist nicht ein schöner Anblick, die Kupferbarren finde ich sind auch ganz gelungen, sieht richtig gut aus. Hier hast du einfach nur, wie viele sind es? 7, glaube ich, ne? 7 Schmelzöfen, die aus der normalen Kupferquelle direkt die Kupferbarren machen. Oder auch nicht. Wieso hatte der denn jetzt gar kein Rezept an? Krass. Ja, zufällig klicke ich den an und der Einzige hat kein Rezept. Aber es stockt ja hier sowieso, weil da gar nicht so viel abgenommen wird. Ist doch ein herrlicher Anblick. Es läuft. Es läuft alles. Da unten kommt die Kohle direkt her. Es ist ein super Spot hier, das Ganze. Habe ich da eigentlich schon die Festplatte rausgeholt? Ich glaube ja. Ich meine ja, hier bin ich ja schon länger unterwegs. So, wir gehen nochmal eben hoch. Kriege ich jetzt hier den Strom? Ja, hier ist so viel Strom, dass ich hier den Kreativflugmodus gar nicht benutzen muss. Da kommen die Aluminiumplatten an. Alles von unten, damit hier oben alles schön sauber ist. Die Straßenelemente kommen natürlich noch weg wieder, ne? Ist klar, das ist jetzt nur zu Demo-Zwecken gewesen und für mich selbst, um zu gucken, ob alles so funktioniert, wie ich es gerne möchte. So, hier kommt das Aluminium dann an. Hier steht der erste Schredder, der einen Überlauf schon entgegennehmen würde. Und du siehst, es läuft auch teilweise schon über. Und jetzt zeige ich euch, warum. Wir swipen einmal zurück. Einmal senkrecht nach oben. Und dann eine ziemlich enge Kurve. Aber allein die Fahrt nach oben dauert schon einige Zeit. Jetzt sind ja auch die Mods wieder aktiv. Die Mods für Version 1.0. Da gibt es natürlich wunderbare Sachen. Und ich werde in dem eingangs angesprochenen... Kann ich nochmal einen Screenshot machen? Im eingangs besprochenen... Warte. So, einmal. Zweimal. Oh, da hat er direkt einmal geruckelt. In meinem extra Spielstand für die zukünftigen Tutorials werde ich auch Mods nutzen. Und zwar auch in Anführungszeichen Cheat-Mods. Letzten Endes können wir ja im erweiterten Spielemodus sowieso Cheats freischalten. Aber es gibt zum Beispiel die sogenannte Magic Machine. Und die Magic Machine gibt es einmal als kleinen Splitter oder als, ich glaube, das ist eine Schmelzerei. Und diese Magic Machine Mod oder dieser Mod stellt dir alle möglichen Sachen zur Verfügung. Und die Magic Machine an sich kann jedes Element produzieren und spuckt das immer zu 100% aus. Denn ich habe weder die Zeit, noch möchte ich mir jetzt die Mühe machen, für das Tutorial auch tatsächlich die entsprechenden Nodes, Minen und Materialien herbeizuschaffen und anzuschließen, sondern bei dem Tutorial wird es mir nur darum gehen, euch dann eben die Produktionsketten zu erklären, genauso wie hier jetzt am echten und nicht gemoddeten und nicht gecheateten Live-Beispiel. Und da werde ich dann solche Dinge wie diese Mods eben benutzen und gehe bei der Gelegenheit dann aber auch auf die Mods an sich ein. So, jetzt kommen wir im Dunkeln an. Also ich finde die einfachen Dinge, wie diese Geschichte jetzt hier, diese Lösung, doch eigentlich am schicksten so, ne, am feinsten. Sieht gut aus, erfüllt seinen Zweck. Ich kann in absolut gerader Linie ohne Züge und ohne alles hier das Transportband transportieren. Und auf der anderen Seite auch noch eins und könnte die dann sogar auch noch stacken.
Ich habe einen schönen Ausblick zwischendurch. Die Reise dauert nicht allzu lange. Guck mal, wie nice das Ganze. Da ist auch noch Sam Erz. Da habe ich schon einiges vorbereitet. Also das Spiel wird uns definitiv noch lange begleiten. Da hinten ist auch eine kleine Plattform. Die werde ich wahrscheinlich dafür nutzen, um da eine Sam-Erz-Fabrik hinzustellen. Ich muss mir aber mal überlegen. Ich habe noch keinen endgültigen Standort. Die Sam-Erz-Produktion wird nicht hier im Zikkurat stattfinden. Guck mal, wie geil der aussieht, wenn er beleuchtet ist. Ich habe übrigens ein Dachproblem. Ich konnte es noch nicht lösen. Auf einer Seite hier oben, deswegen habe ich da auch aufgehört weiterzubauen, kommt die Symmetrie nicht ganz hin. Da stimmt halt irgendwas nicht. So, warum sind wir jetzt hier rüber geflogen? Weil ich euch das hier unten zeigen möchte. Die Masterband-Geschichte. In dem Kommentar wurde eben angefragt, wie gut das mit der Beleuchtung aussieht. Na, jetzt sag doch mal ehrlich. Sieht doch wirklich genial aus, ne? Man könnte natürlich auch eine andere Beleuchtungsfarbe jederzeit wählen. Wir waren beim Masterband. Ein Masterband alleine kann die Mengen niemals transportieren. Und das Problem siehst du hier jetzt schon. Hier kommt im Moment nur das Aluminium an und das Quarz. Und das verstopft schon das ganze Band. Das heißt, hier muss ich mir natürlich auch was einfallen lassen. Die Lager hier, die neuen Lager, sind voll. Mit Aluminium jetzt in dem Fall. Und die neuen Lager haben keinen eigenen Schredder. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch und muss einmal hier hinfliegen. Die neuen Lager haben keinen eigenen Schredder. Intus innen drin also. Und hier ist jetzt alles dreimal voll mit Aluminium. Da unten siehst du, es liegt an. Wir können auch noch mal ganz kurz reingehen. Und weil die neuen Lager im Gegensatz zu den alten keinen Schredder haben, läuft natürlich alles auf dem Masterband seine Runde, was hier nicht mehr wegsortiert werden kann. Und guck dir das an, es sind drei Lagerbehälter übereinander. Die sind alle voll mit Aluminium. Ich habe jetzt keine Sorgen mehr mit der Aluminiumproduktion. Und hier oben sind auf jedem Lager zusätzlich noch die dimensionalen Depots, die natürlich auch alle voll sind. Das heißt, jetzt ist der Status erreicht, wo ich die ganze Zeit nur das 780er Band bauen kann, wenn es nötig ist. Und zwar ohne irgendwelche Einbußen. Aber weil in diesen neuen Lagern kein Schredder ist, so wie in den alten Lagerkonzepten, habe ich schon das Problem, dass ich nur mit einem Masterband reingehe. So, wie löse ich das jetzt? Es verstopft ja jetzt schon alles. Müssen wir da eins höher? Es verstopft ja jetzt alles und du wirst das später lösen, indem du beim Zugang zum Lager einen programmierbaren Splitter setzt. Wichtig, nicht den intelligenten Splitter, sondern den programmierbaren Splitter. Ich zeige es dir jetzt mal hier unten am Beispiel. Sagen wir mal, ich würde jetzt hier Sachen hochliefern von hier unten. Du siehst auch hier nochmal, selbst die drei Bänder, die das ganze Zeug ja entgegennehmen, was unten herkommt, und wir sind jetzt hier schon bei den 780ern, ne? Das ist das MK5. Wenn ihr meine Videos geschaut habt, dann wisst ihr, dass wir hier mit dem MK2 und MK3 Band angefangen haben. Und das ist jetzt überall schon das 780er. Ich habe alle Lager aufgerüstet. Schneller geht es jetzt im Moment nicht, bis wir das 1200er Band am Ende bekommen. Und selbst wenn ich mit drei Bändern reingehe, kommt es einfach zu Stockungen bei diesem Konstrukt. Und es ist ja egal, auf welche Art und Weise du die Sachen zulieferst, selbst wenn das jetzt die langsamsten Aufzüge wären, dann würde es nicht hier stocken, sondern dann würde es unten irgendwann stocken. Also du hast irgendwo immer ein Stocken, weil du immer die Begrenzung in den Bändern hast. Ja? Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, mit sechs Bändern reingehen würde, dann wäre es okay. Aber dann würde ich persönlich natürlich auch wieder dazu neigen, die Produktion ganz unten, wo das ganze Zeug herkommt, wieder hochzutreiben, dass mehr produziert wird. Denn unten, das war ja meine Ausgangsbasis, wenn ihr euch erinnert, unten stehen ja jeweils 40 Maschinen, die können jeweils ein 1200er Band Erz entgegennehmen und die produzieren dann natürlich, je nachdem, was die ausspucken am Ende, viel, viel mehr als nur 1200 Schrauben. Unten steht zum Beispiel so viel aufgebaut, dass du
lass mich jetzt nicht lügen, ich meine 4.800, 5.000 Schrauben pro Minute rausbekommst aus einem einzigen Eisenerzband, das mit dem 1.200er voll ausgelastet ist. Also ein 1.200er Eisenerzband erzeugt mehrere tausend Schrauben pro Minute. Und wenn ich dann mehrere tausend Schrauben unten erzeuge, dann müsste ich ja schon mit mehreren 1.200er Bändern die wiederum abtransportieren. Ja, ich habe also unten so viel Kapazität frei, dass jedes Band, egal wie schnell es ist, hier immer verstopft wird. Oder ich müsste mit 20 Bändern reingehen. Und dabei sind wir dann auch wieder bei meinem Masterbandturm, den ich damals in Update 8 gebaut hatte. Der ist ja, das Video wird, ist mein bestes Video auf dem Kanal. Also ich muss eigentlich mal noch einen neuen bauen. Dagegen ist das ja hier Kinderkram. Das hier, meine Masterbänder hier, sind dagegen Kinderkram. Denn der alte, der hatte nicht so ein paar Schichten hier übereinander, sondern der hatte 56 übereinander. Und es war einfach gigantisch. Und dieses Video wird heute wirklich, ist das Top-Video auf meinem Kanal immer noch, obwohl es schon jetzt zwei, drei oder noch mehr Jahre alt ist. Und selbst der war dann irgendwann voll. Also du kannst so viele Bänder machen, wie du willst. Je nachdem, wie viel du produzierst, ist es einfach irgendwann voll. So, jetzt zurück zum programmierbaren Splitter. Wenn ich jetzt will, dass die Sachen da oben geregelt ankommen und nicht nur Aluminium oder Quarz, denn das verstopft ja das Band. Sagen wir mal, ich leite 10 verschiedene Sachen auf das Band, da oben, auf ein Masterband. Jetzt kommt von hier aber permanent Aluminium an, in einer Tour. Und permanent läuft das Aluminium hier drauf. Dann ist für die anderen neuen Gegenstände ja gar kein Platz mehr, weil keine Sortierung stattfindet. Ja? Es wird blockiert, dieses eine Band wird blockiert durch das Aluminium-Masterband. Hier habe ich das Ganze gelöst, indem ich ja 3 Bänder habe. Auf den 3 Bändern rotiert alles, was unten ankommt, und ich sortiere an 4 Ecken mit diesen ganzen Aufzügen. Die sind ja auf jeder Seite. Da hinten an der Ecke ist diese Aufzugkonstruktion, da hinten an der Ecke ist die Aufzugskonstruktion und da hinten auch nochmal. Und dadurch entsteht diese Mischung, sodass ich eben eine ausgewogene Mischung habe, je nachdem, was unten ankommt. Und ich das Problem nicht habe, dass jetzt hier nur Beton drauf ist und hier meinetwegen nur Schrauben. Dadurch, durch diese Variante der Zuführung, entsteht die Mischung. So, und trotzdem, guckt ihr an. Ich meine, ich habe Tickets ohne Ende, ne? Wieder 35 Tickets. Wir sind jetzt hier bei 1.064.065.000. Ich habe im Moment 311 Tickets und brauche die eigentlich nicht mehr. Es geht jetzt nur noch quasi um die Trophäen, um die Figuren aus dem Shop. Hier hakt auch wieder alles. Deswegen, jetzt habe ich mich nochmal in Erklärungen verstrickt. Jetzt kommen wir aber endlich zu dem programmierbaren Splitter. So, den programmierbaren Splitter. Ja, sorry für die Erklärungen, aber ich will es euch auch recht machen. Und deswegen versuche ich das so ordentlich und nachvollziehbar wie möglich alles zu erklären. Aber ich denke, es ist jetzt klar geworden. Sagen wir mal, ich gehe jetzt hier nach oben. Und will sicherstellen, dass hier trotzdem eine Mischung entsteht. Da muss ich natürlich erstmal wissen, was hier überhaupt drauf ist. Und dann kann ich ihm natürlich sagen, mittlerer Ausgang beliebig, so wie das jetzt auch ist. Und rechter Ausgang kann ich jetzt sagen, okay, nimm die adaptive Steuereinheit, nimm aber auch die Aluminiumplatte. Und dadurch entsteht ja schon eine Mischung. Und das geht eben nur hiermit. Ja, wenn jetzt hier eben die adaptive Steuereinheit ankommen würde, schon in einer Mischung, dann lässt er die nur durch, sobald die hier ankommt. Gleichzeitig nimmt er dann die Aluminiumplatte ab. Und so kann ich ja mehrere Gegenstände hinzufügen und es ist von vornherein gemischt. Also nur mit einem programmierbaren Splitter macht es Sinn, auf ein einzelnes Masterband zu gehen, damit dort die Gegenstände drauf sind, die entweder dafür sorgen, gemischt zu sein und dann eben nicht das Masterband verstopfen, oder die dafür sorgen, wenn du die Masterbänder weiterleitest, zum Beispiel zu Manufaktoren, dass die Manufaktoren nur die Gegenstände bekommen, die sie auch brauchen. Sagen wir mal, ich habe 10 Manufaktoren und die 10 Manufaktoren stellen alles das Gleiche her, dann sorge ich dafür, dass
durch einen programmierbaren Splitter nur die Gegenstände auf das Masterband geschickt werden, die diese 10 Manufaktoren für ihr Rezept benötigen. Dafür brauchst du den programmierbaren Splitter. Den muss ich da oben also einsetzen. Und dafür habe ich mir im Moment noch nichts ausgedacht. Im Moment ist es einfach so, dass das hier durchläuft. Wir verfolgen das einmal, weil hier müssten nämlich eigentlich auch Motoren hin, hier müssten eigentlich auch die Rahmen hin, die schweren modularen Rahmen, und hier passiert im Moment gerade gar nichts. Alles ist voll mit den Sachen. Das heißt, im Umkehrschluss müssten unten eigentlich die Rahmen und die anderen Sachen stocken, weil die hier gar nicht mit drauf kommen. Siehst du, das dreht hier so seine Runden, weil alles überfüllt ist. So, hier an dieser Stelle, da unten kommen die anderen Sachen hoch. Und es werden aber momentan... Die habe ich auch von allen dreien abgeführt, ja? Das ist auch nochmal eine Erläuterung dafür, dass kristalline Zeug, was hier ankommt, wird unten auf alle drei Bänder verteilt, und weil das eventuell auf alle drei Bänder verteilt wird, musste ich in dem Falle mit dem programmierbaren Splitter, hier haben wir es nochmal, auch von allen drei Bändern abgehen, sodass die dann alle drei da oben fusioniert werden und hier hochgehen. Weil ich muss sicherstellen, dass jedes von diesem Quarz nach oben abtransportiert wird, weil das Quarzlager da oben ist und nicht in diesen Lagern. Denn sonst würde dieses Quarz hier weiter durchlaufen und alle Lager verstopfen. Das hört sich vielleicht alles kompliziert an, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass von den Sushi-Bändern, Sushi-Bänder werden diese Bänder mit gemischten Inhalten genannt, auf die Masterbänder ordentlich wegsortiert wird. So, ich wollte aber ja nachschauen. Die gehen nämlich hier hinten hoch an der Stelle. Hier kommen die Rahmen und so weiter eigentlich an. Und du siehst, da kommt jetzt gerade ein Motor an. Alles ganz gemächlich und langsam. Aber gemächlich und langsam bedeutet am Ende auch, dass es trotzdem schnell ankommt. Der wird dann da durchgemischt, mit reingemischt und wird dann aber trotzdem wegsortiert. Also noch stockt es nicht, wenn ich sehe, wie langsam da unten der Motor ankommt. So, irgendwann kommt jetzt hier auch der Motor an. Da ist er. Jetzt kommt er hier an. Da ist er. Da geht er gerade durch. Und wird hier irgendwo am Anfang dann schon direkt wegsortiert. Also noch geht es. Aber jetzt stell dir vor, alle Produkte würden in dieser Menge hier ankommen, wie im Moment das Aluminium. Dann musst du es begrenzen. Es geht nicht anders. Du musst es dann einfach begrenzen. Okay, so ist jetzt hier der Stand der Dinge. In den nächsten Folgen werde ich mich wieder hier dem Zikkurat widmen. Und wir fangen an, oben die neue Produktion, die Phase 4, abzuschließen. Wir können mal ganz kurz eben reinschauen. In den, ne, da wollte ich nicht hin. In die Teile, und zwar, was ist das hier oben nochmal? Wird nicht angezeigt, ich weiß es nicht auswendig, wie die Dinger heißen. Wo haben wir es? Was müssen wir als erstes hinkriegen? Warum ist der nicht da? Habe ich den jetzt, übersehe ich den jetzt? Oder sind die jetzt noch nicht freigeschaltet? Kommen die erst hier rein, wenn ich die produziert habe? Da bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt. So, warte mal. Schwerer modularer Rahmen, alles klar. Modularer Motor, ne, die Sachen sind hier noch nicht drin. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, womit die überhaupt produziert werden. Dann gucken wir mal ganz kurz hier Manufaktor. Irgendwas muss ich noch freischalten. Irgendwas fehlt mir noch.
anderen Geräte habe ich ja noch nicht. Da gucken wir noch mal ganz kurz eben nach. Irgendwas fehlt noch. Hier habe ich noch gar keine Aufgänge gebaut, um nach ganz oben zu kommen. Aber ich habe ja hier überall meinen Strom. Deswegen können wir hier überall mit diesem Jetpack rumfliegen. So, was fehlt noch? Ich glaube, in der MEM ist auch noch eine Festplatte. Da können wir auch noch mal ganz kurz gucken. Also, Stufe 7. Da. Genau, das war's, was noch fehlt. Hier werden die Sachen erstmal freigeschaltet. Die nächste Stufe. Und ich brauche 200 Computer, 1000 Plastik. Die produziere ich leider noch nicht. Den Rest hätten wir aber. Da standen vorhin auf der Aluminiumproduktionsplattform stehen sechs Worker, die das hier herstellen. Die sind aber noch nicht angeschlossen. Ja, hier brauchen wir schon die neuen Gegenstände für Funksteuerungseinheit. Okay, wir müssen die Stufe freischalten, die fehlte noch. Dann nehmen wir mal den Meilenstein und packen jetzt schon mal das Zeug hier rein. Was habe ich jetzt hier? Computer habe ich nur 2. Aber wir haben die ja im Depot. Aluminiumplatten. Dann Plastik habe ich jetzt hier gar nicht. Plastikcomputer und die anderen Sachen. Plastik und Computer. Plastik, wie viele brauchten wir da? 1000? 2, 4, 6, 8. Und du siehst, wie schnell das alles wieder aufgefüllt wird unten, ne? Da habe ich halt gar keine Probleme mit. Jetzt ist gerade hier Alexa irgendwie angegangen. Im Hintergrund quatscht die. Und Computer, 250 von 250 haben wir auch genug. Einmal nochmal auffüllen hier. Einmal Plastik. Einmal Computer brauchten wir sogar nur 200. So, und ganz ehrlich, können wir nicht hier das Zeug jetzt im Shop kaufen? Aluminiumgehäuse. Dann haben wir das nämlich auf den Weg gebracht. Warum macht er jetzt... Steuerung funktioniert gerade nicht. Aluminiumplatten brauche ich noch. Davon haben wir jetzt mehr als genug. So, gucken wir mal kurz im Shop. Kann ich das Zeug jetzt kaufen? Denn ich habe ja, da sind sie. 200, ein Ticket. Wie viele brauchen wir? 400, ja, 2 Tickets gerade mal für 400 Stück, ne? Ja, Leute, super, dass es den Shop gibt, sage ich nur. 2 Tickets für 400, alles klar. Was sagst du mir jetzt? Parts purchase confirmed. Promotion delayed by X times part value plus fixed stock value. Ach. Das verringert sich dann jetzt ernsthaft? Nee, ne? So. Wo sind sie? Habe ich die jetzt nicht rausgenommen? Junge, Junge. Einkäufe. Habe ich nicht rausgenommen. Ich vergaß, dass man die Einkäufe auch immer mitnehmen sollte aus dem Geschäft, ne? So, dann schalten wir das mal frei und dann können wir loslegen. Zack. Milestone reached. Several parts more efficient and powerful than the human brain can now be made to ja. compensate for many deficiencies otherwise encountered in future development efforts. The blender enables you to mix and or combine parts and fluids for more complex recipes. Most importantly, project part number 6, the assembly director system, should be produced and delivered to the space elevator as soon as possible. Ja, so schnell wie möglich. Wir machen das mal alles ganz in Ruhe und nicht so schnell wie möglich hier.
So, da ist der Mixer. Das ist auch ein Riesenteil, ne? Was fehlt mir da? Es fehlen mir 50 Aluminiumplatten, 50 Gehäuse für den Mixer, ist klar. So, gib mal hier ein Stack, bitte Gehäuse. Alles kaufen. Dass man jetzt wieder rausgeschmissen wird aus dem Shop, anstatt dass man erstmal in die Einkäufe weitergeleitet wird, ne? So. Wir stellen den Mixer auf. Nur mal, um reinzugucken. Ich erinnere mich dunkel an den Mixer. Und wir stellen den Manufaktor daneben, um nur mal reinzugucken. Ah, das ist auch ein Riesending, ne? Ganz ehrlich, die Modelle in Satisfactory sind doch wirklich, wirklich auch genauso liebevoll hergestellt wie eigentlich das ganze Spiel, oder? Muss man doch mal ehrlich sagen, ne? Aber es hat ja auch genügend Jahre Zeit gehabt, entwickelt zu werden. So, was kann ich hier machen? Raketentreibstoff, wunderbar. Wir gehen in die neue Ära des Treibstoffs, die Batterien. Dafür brauchen wir das Schwefelding und die Turbogewehrmunition. Alles klar. So, und hier können wir jetzt die neuen Gegenstände herstellen. Und zwar den Supercomputer. Dafür brauchen wir diese Platine Highspeed-Anschluss. Ich glaube, den stelle ich noch nicht her. Den können wir aber unten herstellen, den Highspeed-Anschluss. Das wird hier passieren, die Produktion. Dann Supercomputer laufen hier schon. Normale Computer, Entschuldigung. Supercomputer werden dann auch hier produziert. Quarzoszillatoren werden sowieso hier produziert. Ich habe auch hier die Alternative. Der macht einen aus... Da brauchen wir wieder Gummi. Da kommt das Gummi wieder ins Spiel, was wir ja zu viel produzieren in der Anlage vom Aluminium. Die Funksteuereinheit, die braucht diese Aluminiumgehäuse. Also muss ich die jetzt auch transportieren. Herstellen und transportieren. Hierher transportieren. Ja, das ist es erstmal, ne? Und sobald wir die Dinger produzieren, können wir irgendwann auch da oben die anderen Dinger produzieren. Das wäre dann wieder die nächste Phase. Und den Nuklearnobelisk. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, unglaublich viel jetzt zu tun. Das sieht hier so einfach aus. Aber die Abhängigkeiten untereinander werden ja immer größer. Dass man halt immer komplexere Sachen produzieren muss. Alternativ Nitro-Raketentreibstoff. Der braucht Treibstoff, Stickstoffgas, Schwefel und Kohle. Stickstoffgas, ich glaube auch Stickstoffgas, ist in der Nähe hier von dem Krater. Ich meine, da ist auch nochmal Sam. Ich meine, irgendwo hier war Stickstoffgas oder hier oben bei den Bauxitquellen, die wir auch anzapfen, da. Katerium-Erz. Aber ich meine, hier irgendwo ist Gas. Okay, in diesem Sinne, wir haben viel zu tun. Das heißt, in den nächsten Folgen werde ich erstmal wieder hier beschäftigt sein, um diese Dinge zu produzieren. Den Supercomputer und die Funksteuereinheit. Und vielleicht auch ein paar Alternativen hier von den Computern her. Dann werden wir dafür sorgen, dass genügend Zeug hier ankommt. Und leider, leider können wir ja immer noch nicht das Tausenderband freischalten. Leider, leider, leider kommt das erst in Stufe 9 hier, ne? Soweit ich weiß. Atomkraft braucht den. Die Atomkraft müssen wir als nächstes freischalten, denn dann können wir den Magnetfeldgenerator bauen und den Magnetfeldgenerator brauchen wir auch. Aber den ersten, den wir brauchen, ist dieses Zeug, wo ich jetzt gerade nicht weiß, was das ist. Und das ist, welchen müssen wir da freischalten? Wo ist das Ding denn? Kühlsystem? Nee. Da. Nee, auch nicht. Das ist der thermale Raketenantrieb. Der ist erst hier. Wo ist das Teil? Moment mal. Was übersehe ich?
Also dieses Teil hier suche ich jetzt gerade. Ich übersehe es jetzt wahrscheinlich. Ne, ich sehe es jetzt nicht. Das hier. Montage-Leitsystem haben wir schon freigeschaltet. Montage-Leitsystem, aber womit stelle ich das her? Hier ist es nicht. Im Fabrikator etwa? Wir haben doch nur den Mixer neu dazu bekommen. Tatsächlich. Das wundert mich jetzt allerdings. Ach, interessant. Und der braucht dieses Ding, den Supercomputer, und den Supercomputer stellen wir im Manufaktor her. Das wundert mich jetzt, das wusste ich nicht mehr, dass das so rückwärts gerichtet ist. Also das eine Teil stellen wir hier her und dann müssen wir doch wieder in den Fabrikator zurück. Okay, jetzt gucken wir noch als Abschluss dieser Folge ganz kurz in die MEM. Keine Festplatte. Aber ich habe noch welche. Zack. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass bitte gerne ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und jetzt folgt noch der Abspann und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.